Herzlich willkommen bei der Show mit Chris. Ja, ich habe mich mal schnell rausgestellt, es ist ziemlich windig, aber ich dachte mir, für die wunderbare Einleitung mit dem Maritimhotel und dem Banner, was man jetzt nicht erkennen kann durch den Wind, mache ich die Einleitung einfach mal draußen. Denn heute findet die Modavision in Magdeburg wieder statt. Es wird eine große Show, 2000 Leute werden da sein, ausverkaufte Veranstaltung. Ich bin heute tatsächlich sogar als Model mit dabei. Wird ganz interessant. Wir werden jetzt aber mal so ein bisschen Backstage gucken, was da so hinter den Kulissen abgeht. So ein bisschen bei den Proben reinschnuppern. Und das werde ich heute mal nicht alleine machen. Heute ist die Tatjana mit dabei. Die ist ja auch Model und wird lustig. Ich freue mich. Viel Spaß bei diesem wunderbaren Video jetzt. Ein bisschen Kostümanprobe hier. Ach, guck mal, ich habe Frauenhaar. Guck mal. Ja, das ist ja. So, die Frisur sitzt. Wir haben Generalprobe. Wir haben fast die gleiche Frisur. Oh, guck mal. Oh. Zeig mal. Voll gut. Ja, okay. 3, 2, 1. Ich komme gerade aus der Maske und aus der Generalprobe. Jetzt suche ich mal schnell die Tatjana und dann checken wir mal ein bisschen ab, wie das hier so aussieht, wie es hinter der Bühne aussieht, was vorne im Foyer so abgeht. Jetzt kommen langsam auch die Gäste. Guckt mal die Frisur. Hot. So, hier sind wir mit Tatjana. Hallo. Du bist schon ewig hier dabei, ne? Du machst schon seit 9 Jahren hier mit. Du kennst dich hier bestens aus, weil du hast ganz viele Titel. Du bist jetzt... Ich bin jetzt noch Queen of Europe. Du bist Queen of Europe? Okay. Ja, wir gucken mal ein bisschen rum. Also, hier werden die Zuschauer sitzen, so, ne? Also, die Ersten sind schon mal da. Also, ich glaube, da wird gerade gedreht für ARD. Ach so, die haben da hinten so eine Presse. Genau, MDR, ARD. Ach, guck mal, das ist da vorne der Basti Böhm, ne? Genau. Wie viele Leute passen da eigentlich rein? Ich glaube, hier sind so 1500 oder so. 1500 Leute? Mhm. Auch also hier. Ich finde, es sieht kleiner aus, oder? Ja, wirkt nicht so bombastisch, ne? Das ist ein bisschen... Also ich finde, sonst dieses Jahr wirkt es ein bisschen größer als dieses Jahr, weil die Bühne ja immer ein bisschen höher ist. Also ich bin ja, wie gesagt, seit 8 Jahren oder so dabei. Ja. Und war auch schon mal Castingmodel hier, hab dann gewonnen und seitdem hat es angefangen. Da hat es angefangen, ne? Genau. Guck mal, hier kommen schon die ersten Gäste. Ja. Sind Sie Gast? Auf was freuen Sie sich denn heute Abend am meisten? Auf unseren Enkelsohn. Ach, der läuft hier mit? Ja, der läuft mit. Oh, das wird ein Spektakel. Ja, das wird es. Freuen wir uns schon drauf. So, jetzt sind wir auf der Bühne. Guck mal, aber von hier sieht es relativ groß aus, ne? Ich finde, das ist ausreichend Platz für alle. Ist ausreichend Platz für alle. Hier kommen wir hinter die Kulissen und eigentlich, wenn man hier so durchgeht, kommt man schon in... Ja. Das ist schon der Backstage-Bereich, ne? Backstage. Dann gehen wir mal Backstage, dann gucken wir mal. Wo sind denn eigentlich die ganzen Models? Ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam beeilen. Wir müssen uns beeilen, ne? Geht jetzt langsam los. Genau. Und hier sind schon die Models, die ersten sind schon umgezogen. Die Models? Ach, guck mal hier, weil... oh ja. Was kommt jetzt? Mario, genau. Okay, dann checke ich jetzt mal um die Haarleute ab und dann denke ich hier schon mal, ne? Die Tatjana zieht sich jetzt noch um. Ich werde jetzt auch noch geschminkt. Ich kriege heute werde ich als griechischer Gott rumlaufen, also als Apollo. Ich werde so ein bisschen Gold ins Gesicht kriegen. Die Haare, seht ihr ja schon, sind jetzt alle quasi gemacht. Und ich gehe jetzt mal hoch zu den Styling-Leuten. So, das ist jetzt der Styling-Raum hier. Hier werden jetzt gerade die Leute gestylt. Oh, hinter mir ist ein nackter Mann. Bist du so auf der Bühne? Ja. Ich glaub's ja nicht. Das ist die krasseste Frisur überhaupt. Draußen laufen schon die ganzen Models lang. Wir warten schon auf unseren krassen Auftritt gleich. Habt ihr auch das Gefühl, dass zu diesem Outfit noch irgendwas fehlt? Ich schon. Das ist hier
Jetzt ist perfekt. Nennt mich Fide Salmen oder Holger Castro. Das ist Hannibal vom A-Team. Mit der Brille und Zigarre ist Hannibal. Der geilste Kontrast überhaupt. Da steht so ein Spartaner. Ja, oder so ein bisschen Top Gun. Weißt du, schön Top Gun. Schön Eismann. Dafür sorgen, dass wir als Team in diesem Buch stehen und allen voran Josie und Mike, weil ihr habt es verbrochen. Wirklich. Ja. Danke euch. Twerk, 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 twerk. Oh, sag mal, was ist das denn jetzt?